Hallo liebe Modellbahnfreunde, ein weiteres Vorstellungsvideo mit dabei, wie bei den letzten Teilen auch, der Benny und das Mayo, die Marionetten. Ja, ja. Hallo. Ich habe die zwei jetzt schon ein bisschen getriggert, indem ich hier gesagt habe, ich stelle jetzt diesen Zug vor. Ich finde das immer schön, wie du deine Hände gefaltet unter der Overhead-Kamera liegen hast, wenn du die Leute begrüßt. Ja, ne? Da muss ich immer an Bundeskanzler reden und so denken, weil so fängt das auch immer an. Ja, die macht aber mehr so, ne? Ja, die macht nichts mehr. Ja, stimmt, die macht nichts mehr. Ja, ein schöner Zug. Das war, hab ich einen Wittenberger Kopf gesehen? Es war irgendwas Rotes vorne auf jeden ja, Fall. Ja. Brava, es ist ein Triebwagen. Der Donald Duck. 1718 ja. Ist die Modellnummer. Ja, ist der Donald Duck. Sieht so aus. Und die Baureihe ist nicht 403. Es ist kein ET403. Ach, scheiße. Sondern es ist eine Baureihe 643. Ah. Ja. Ah, jetzt das besser, ja. Gute Stück ist es. Ah, Talent 1. Talent 1 als Diesel. Und das Ganze ja. Dreiteilig. In Deutschland gab es den ja auch nur als Diesel. Nur die Österreicher hatten eine Elektrovariante. In Deutschland ist der Talent 1 nur rumgedieselt. Ja. Ne? Hier sieht man dann auch schön den sogenannten Analogstecker. Ah. In diesem Falle sechspolig. Das ist ja süß. Ne? Das ist jetzt der Analogstecker. Wenn ich ihn jetzt also analog fahren möchte, müsste ich diesen Stecker dann da reintun. Und kann dann das Ganze über einen Trafo fahren lassen. Aber lass mich raten, der ist digitalisiert. Der ist digitalisiert. Da ist dann schon der Digitaldecoder mit drin. Ich hole den jetzt nicht mit raus, weil der ist, wie gesagt, dreiteilig. Hier sind dann die Übergänge und ich möchte nicht, dass die mir dann auseinanderbrechen und dann halt die Kabel reißen. Hast du aber ein seltenes Exemplar, weißt du schon, ne? Der dreiteilige Talent, der ist gar nicht so oft in Deutschland unterwegs gewesen. Das ist aber merkwürdigerweise das meistbenutzte Modell. Was ich jetzt machen könnte, ich könnte den natürlich in einer Doppeltraktion fahren lassen. Ja. Ne? Da muss man nur halt gucken, dass man dann die Decoder einmisst, wie schnell der Zug ist, weil es gibt dann Unterschiede vom Getriebe und so weiter und so fort. Das ne, dass die dann halt die gleiche Geschwindigkeit auch fahren. Und den gibt es auch einmal nochmal mit Oberleitung. Den gibt es in verschiedenen Lackierungen. Ne, der ist jetzt hier neutral. Den gibt es dann auch nochmal. Da hat dann hier vorne und da steht dann nochmal DB Regio drauf. Ja. Und der ist jetzt halt. Ja, das ist jetzt so die Urgeneration, wie er vor der Gründung der DB Regio unterwegs war. Da hat er ja auch kein Branding gehabt. Genau, richtig. Ne? Aber ist interessant mit Stromabnehmer, auch im DB-Design mit Stromabnehmer? Einmal, glaube ich, im Vogtland-Design, das war zu Anlass der EM, in der EM-Lackierung. Ich müsste jetzt ehrlich gesagt nachgucken, ich weiß jetzt nicht genau, welche Varianten es davon alles gibt. Ja, aber eigentlich ist es ja fiktiv mit Stromabnehmer, weil in Deutschland, also korrigiert mich, aber in Deutschland, da bin ich mir zu 99% sicher, gab es die 643, also allgemein den Talent 1, nur Diesel. Ja, aber das werde ich jetzt weiß ich jetzt nicht. Ne? Gelber Streifen hier als Markierung erster Klasse, zweiter Klasse. Und ich finde es ganz gut. Den werde ich auch definitiv auf einer Nebenstrecke fahren lassen. Vom Hauptbahnhof zum geplanten Gewerbegebiet. Und da passt er auch gut hin. Gleisplan steht schon. Ich muss nur halt das Ganze auf Platte umsetzen und das Gleismaterial dann dementsprechend aufbauen. Also ich finde, es ist auf jeden Fall ein gelungenes Modell. Und machen wir mal eine kurze Folge. Die nächsten Folgen werden was länger. In diesem Sinne, ich bedanke mich. Danke euch auch, dass ihr dabei wart. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.